ich bin draußen und jetzt zum Bahnhof hinlaufen Start kommt. Von mir zu Hause bis zum Bahnhof, das sind, ich glaube, knapp 4,5 Kilometer oder so. Und wenn ich dann gleich beim Bahnhof angekommen bin, dann hole ich mir 2 Fahrkarten für 2 Personen, weil ich werde hier nach Hamburg-Harburg hinfahren und dort Flatti abholen. Und dann fahren wir dann zu zweit von dort aus mit ganz viel Umstiegen und so weiter. Das wird eine richtig lange Bahnfahrt. Wo mit ganz viel Stunden und sowas. Ich weiß nicht wie lange, 9 Stunden oder so oder noch mehr. Und dann fahren wir hier zu diesem Hildburghausen oder wie das heißt, zu Ramses. Und wenn wir dann bei Ramses angekommen sind, dann erstes Mal Ramses angucken. Und morgen ist mein versüffter Geburtstag. Und da machen wir dann eine Biertour mit ganz viel Bier trinken. Das machen wir. Da freue ich mich schon drauf. Bin ich ganz gespannt drauf, wie das wird und sowas. Und guck mal, ich habe alles dabei außer Zelt, weil ich glaube, wir schlafen in Schutzhütten oder vielleicht komplett im Freien, weil es sieht so aus, als wenn kein Regen kommt und sowas. Das hört sich gut an. Hier vorne ist dieser Nieto. Und ich habe bei diesem Netto immer noch nie Bier gekauft. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Hier ist ganz viel dieser Verkehr oder wie das heißt. Das macht hier diese ganzen vielen Abgasen und sowas. Ich habe heute noch keine Abgasen gemacht. Ich bin jetzt hier an dieser Stelle, wo diese Vollfettkreuzung ist. Und hier vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. Ich spüre das schon. Ich bin gleich bei diesem versüfften Bahnhof angekommen. Noch hier eine Haltestelle oder wie das heißt. Und dann bin ich bei diesem versüfften Bahnhof angekommen. Ich habe diesen versüfften, dreckigen Bahnhof gefunden. Und jetzt habe ich noch vielleicht 12 Minuten Zeit, um diese Fahrkarte zu kaufen, genauso wie diese Fahrplanauskunft auszudrucken. Und dann zu diesem Gleis hinlaufen. Das mache ich jetzt. Mein Zug steht hier schon. Und jetzt einsteigen. Ich bin eingestiegen. Der Zug ist losgefahren. Das heißt, ich bin pünktlich angekommen. Und ach ja, stimmt. Ich hab diese Fahrkarte für 2 Personen geholt. Hier Deutschland, quer durchs Landticket oder wie das heißt. Für 2 Personen. Das hat 49 Euro gekostet für 2 Personen. Also insgesamt. Und jetzt nach Hamburg-Harburg hinfahren. Und dann habe ich noch Umsteigezeit. Und dort werde ich Flatti treffen. Das wird gleich passieren. Also ich bin hier in Hamburg-Harburg angekommen. Und jetzt auf Flatti warten. Und hier noch eine halbe Stunde ist Zeit. Dann kommt der Umsteigzug. Genau, halbe Stunde Umsteigzeit. Flatti hat gerade geschrieben und er hat geschrieben, dass er sich im Haupteingang befindet. Das heißt, ich werde da jetzt dahin laufen. So, ich habe Flatti gefunden. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Flatti hat ein Bier dabei. Wir haben noch 20 Minuten Umsteigzeit. Vielen Dank für das Bier. Nicht dafür. Zum hier Umsteigbier. Allgäuer. Allgäuer Büblebier. Allgäuer Büblebier. Bin ich sehr gespannt drauf.
Mhm. Ja, das hat schon kräftigen Geschmack, mag ich. Sehr schön. So, das Bier hat mir wunderbar geschmeckt. Das hier, das sind die Sachen von Flatti. Und jetzt, weil gleich kommt zu, hier in 10 Minuten oder so. Aber wir laufen so langsam nach da lang. Also da vorne rein bei diesen, zum Bahnsteig. Da laufen wir jetzt hin. Unser versiffter Zug ist angekommen. Jetzt werden wir hier einsteigen. Wir sind eingelaufen. Ja. Und jetzt müssen wir die ganze Zeit diese nervige Maske tragen. Oh ja. Wo diese ganzen hier Viren und Bakterien und Würmer und sowas da drin Vermehrung machen. Wir sind jetzt im Zug drin und der Zug, der fährt jetzt nach Stachadoch oder wie das heißt. Und guck mal. Guck mal, was ich dabei habe. Guck mal, Flatti, was ich dabei habe. Okay. Prüfen, ob der auf dem Weg aufplatzt oder so. Auf der Zugfahrt oder sowas. Das wär was. Ja, der kommt auf jeden Fall mit nach Thüringen. Hildburghausen. Bin ich sehr gespannt drauf. Hab ich noch nie probiert gehabt. So, wir sind jetzt in diesen Hannover angekommen und weil wir jetzt 20 Minuten Umsteigzeit haben, erstmal zum Kiosk hingehen und ein Wartebier kaufen gehen und dann Bier trinken draußen. So, mit Umstiegsbier wurde es doch nichts, weil wir haben viel zu lange gebraucht, um so einen Kiosk zu finden. Und jetzt haben wir zu wenig Zeit dafür. Aber ich habe mir hier ein, wie heißt das Ding, so ein Fischbrötchen geholt. Zum Entzug fressen. Und jetzt warten, bis der nächste Zug kommt und dann fahren wir bis nach Göttingen oder wie das heißt. Unser Scheißzug kommt an. Jetzt einsteigen. Guck mal, hier vorne ist erste Berglandschaft. Harzberglandschaft. Da vorne ist noch mehr Harzberglandschaft. Da vorne ist noch mehr Harzberglandschaft. Da hinten ist auch Harzberglandschaft. Und da drüben ist auch Harzberglandschaft. Guckt euch mal diesen Harzberglandschaft da hinten an. Guck mal, Flatti. Hier noch mehr Harzberglandschaft. Da sind vielleicht hier diese ganz vielen Wildschweine und Hirsche, die hier in diesen Fluss da reinpinkeln. So, wir sind hier in Göttingen angekommen und wir haben jetzt gerade auch schon wieder nicht so viel Umsteigezeit. Das heißt, wir werden den nächsten Zug einfach nehmen und weiter bis zum nächsten Bahnhof hinfahren. Also zum nächsten Umsteigbahnhof. Weil guck mal, das ist nur ganz kurz, bis wir zum nächsten Umsteigbahnhof gekommen sind. Und dort haben wir fast eine ganze Stunde Zeit, dort sitzen und Bier zu trinken. Dieser nächste Umsteigebahnhof, der heißt Eichenberg oder so. Da steigen wir dann um. Da fahren wir gleich als nächstes hin. Aber jetzt erstmal zum nächsten Umsteigzug hinlaufen. Guck mal, hier vorne steht schon unser verschmierter, dreckiger Zug. Da werden wir jetzt einsteigen. Das werden wir jetzt machen. Wir sind drin, der Zug ist abgefahren und jetzt nach Eichenberg.
Wir sind hier in Eichenberg angekommen. Jetzt haben wir fast eine Stunde, wie heißt es nochmal? Umsteigezeit. Umsteigezeit. Das heißt, gleich erstmal nach Biergeschäften suchen gehen. Und dann ein paar Bier kaufen gehen. Ein paar Wartebierchen. Dieser Bahnhof hier, das ist so ein richtiger Scheißbahnhof. Weil guck mal, da hinten, da ist kein Lift und hier ist auch kein Lift. Und wir haben das hier, ja, und das hier runtergebracht. Und jetzt müssen wir diese ganze Treppe hier schon wieder rauf tragen. Das machen wir jetzt. Oh Scheiße, diese Ortschaft hier, die hat, die ist so klein, dass die weder Biergeschäfte noch Kiosk hat. Oder sonst noch was. Aber Hauptsache ein ICE halt. Ja. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich kurz bei in Göttingen kurz in diesen Kiosk reingelaufen. Und hätte da was geholt. Jetzt hat mir Flatti wieder dieses Bier hier abgegeben. Den wir eigentlich später trinken wollten. Aber wenn wir in Hildburghausen gekommen sind, dann will ich ganz kurz zum Supermarkt reinlaufen. Und da noch ein paar Bier holen. Das werde ich so machen. So, dass wir heute Abend dann zu dritt dann anstoßen tun. Jetzt einmal auf entspannt ein Bier trinken. Diese ganze Wartezeit. Aber endlich diese versiffte Maske abziehen, wo diese ganzen Bakterien und Baktusse und Bakterien und Karies und Würmer und sowas rumwälzen in der Maske drin. Das hat genervt. Der Zug, der kommt gleich. Das heißt, wir haben uns hier ausgesessen. Und Bier ist auch fast ausgetrunken. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung Bahnhof hin. Weil das dauert nicht mehr lange, bis dieser nächste Schmierzug herbeifährt. Herbeigeschoben kommt. So, jetzt laufen wir schon wieder diese nervigen Treppenstufen. Oh ja. Ich helfe dir gleich. Jo. Ich warte wieder. Jetzt schon wieder das Dreher so hochlaufen. Oh ja. So, unser Zug steht hier schon. Das heißt, jetzt hier einsteigen. Dieser SIF-Zug fährt. Und Flatti sitzt da. Und guck mal, dieser Zug, der hat so eine ganz nervigen Treppenstufen, wo wir diese Rollerwagen und Wagen drüber machen mussten. Also diese ewig lange Bahnfahrt, die ist echt lästig. Oh ja. Die dauert voll lang und sowas. Das mögen wir nicht. Überhaupt nicht. Und gleich vorletzter Umsteigbahnhof. Neu-Dietendorf heißt dieser Umsteigbahnhof. Da werden wir als nächstes auslaufen. So, Umsteigbahnhof. Wir sind hier in Neu-Dietendorf. Und oh Scheiße. Wir haben 6 Minuten Zeit. Und das ist schon wieder so ein Scheiß-Bahnhof. Mit ganz viel Treppe, wo wir das hier rumtragen müssen. Oi, wir haben gerade Flattis Wagen hier runtergebracht. Und wir sehen gerade, dass da ganz hinten ein Fahrstuhl ist. Deswegen laufe ich jetzt mit meinem Scheißwagen zu diesem versifften Fahrstuhl hin.
haben wir gar nicht gesehen gehabt. Ich bin im Fahrstuhl drin und jetzt runtergefahren. Das riecht hier nach Urin. So, 2 Minuten noch, bis der Zug abfahren soll. Ja. Hoffentlich noch nicht da. Türen öffnen. Wir sind hier jetzt auf diesen dreckigen Bahnsteig und jetzt warten, bis Zug kommt. So, das hier, das war der letzte Umsteig, der vorletzte Umsteigbahnhof. Und das hier, das ist unser, das ist der Zug, wo wir jetzt rein. Wir sind jetzt drin in diesem Scheißzug. Und wisst ihr, warum das ein Scheißzug ist? Weil das auch schon wieder so ein Scheißzug ist mit so einem Scheißtrennen. Ach ja, die letzte Umsteighaltestelle, die heißt Grimmental und die erreichen wir in 1/2 Stunde. Und wenn wir die erreicht haben, dann haben wir 10 Minuten Umsteigzeit. Und wenn das passiert ist, dann, dann fahren wir den allerletzten Zug. Und dann sind wir in Hildburghausen angekommen. Dann, wenn wir in Hildburghausen angekommen sind, dann werden wir Ramses angucken. Guck mal, hier vorne ist eine Vollfettbrücke hinter diesen Bäumen. Seht ihr diese hier? Die hat ganz viel hoch dran, weil die so fett ist. Da fahren, weiß ich nicht, was rüber. Autos. Bestimmt diese ganzen Autos und LKWs und noch mehr Fahrzeuge, die diese Abgasen machen. Ich habe vorhin auch Abgasen gemacht. Wir sind gleich in Grimmental. Das ist unser letzter Umsteigebahnhof. Und wir müssen, und gleich, wenn wir da umsteigen, müssen wir erstmal das hier und das hier. Hier diese nervige Treppe hier hoch, runter. Genau, ausmachen. So, wir sind jetzt in diesem letzten Umsteigbahnhof angekommen. Und hier, guck mal, unser letzter Zug, der steht da vorne schon, der wartet auf uns. Da werden wir jetzt entspannt reingehen. Na, 10 Minuten noch und dann sind wir angekommen. Und dann Ramses angucken gehen. Hier, wir sind in Hildburghausen angekommen. Und hier vorne ist Ramses. Hildburghausen, wo die Wilden hausen, merkt euch das. Das sagt der Isro nämlich immer so. Und hier, Ramses hat uns Döner mitgebracht. Ach so, ja, kann ich ja mal auspacken, mal zeigen. Ich habe extra 3 Stück genommen und habe natürlich schon einen gegessen, weil ich erwarten musste. Und jetzt habe ich noch 2 hier dabei. Die sind auf jeden Fall schön fettig und kräftig und brutal und sind sogar noch warm. Was will man mehr? So, bevor wir gleich den Döner hier essen, werden wir hier erstmal bei diesem ranzigen Rewe da vorne. Hey, der ist gar nicht ranzig, hey, nur weil bei euch alles ranzig ist. Der ist höchstens verschmiert, aber mehr nicht. Bei den verschmierten Rewe. Ja, die Hildburghäuser Jugend im Hintergrund. Da werden wir erstmal ein paar Bier und noch mehr Sachen kaufen. Bier gekauft. Genau, aber erstmal auf diese lange Bahnfahrt erstmal ein Bier trinken. Und in die Kamera gespritzt, wie beim Dreh. Oh. Ich habe es dann Prost. Prost. So, ich möchte jetzt filmen, wie Flatti sein Döner hier ist. Mit einer Gabel. Das war auf RDL, genau.
Nee, aber im Facebook-Dings. Isst du gerade Döner mit einer Gabel? Ja. Sau gut. Hier, Mannsaulwurf. Willkommen bei Mannsaulwurf. Ich bin Mannsaulwurf. Ich habe keine Brille auf, das geht nicht. Das Bessere ist ihm nicht eingefallen. Sagt mal alle, der soll mal seine Beans in Slaps Streams weitermachen. Der hat sich nämlich das Bud Spencer-Spiel geholt, ja. Bud Spencer-Spiel. Das ist original, das müsst ihr machen. Aber es gibt nichts Geileres, als einen Döner mit einer Gabel zu essen. So, Flatti hat Döner aufgegessen. Ich werde meinen Döner dann gleich essen. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Ramses. Ich hab nichts. Wir sind jetzt bei Ihnen hier. bei Ramses der Dicke. Dieser, also mein Döner ist kalt. Das ist wirklich jetzt ein verschmierter Döner. Ja. Kann man sagen. Ramses macht den alles durch Fett warm. Und jetzt wird er eine Minute gekocht. Wie eine Schlange. Aber jetzt habe ich das ganze fettige, eklige Gebammel da drin. So muss das sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so reicht. Muss halt mal den Kopf reinstecken und gucken. Ja. Ja, ich denke. Ich denke, das sieht gut aus. So, jetzt werde ich hier einen in der Mikrowelle aufgewärmten Hildburghausen-Döner in mir reinmachen. Aber Vorsicht, fettig. Ja? Da brauchst du keinen Leinen mit einer Gabel essen. Nee, das ist ein echter Mann, der isst halt mit. Der isst seine Hand danach noch, weil die auch dann total fettig ist. Ja, aber das wissen die Zuschauer nicht, du musst sagen. Man muss dazu sagen, der Flatti hat seinen Döner mit einer Gabel gegessen. Bescheid. Das heißt, hat sich cool angehört. Immer. Wenn ein Bier aufgeht, hört sich immer gut an. Ich finde den Döner gar nicht mal so schlecht, aber nicht mal Favoritenbrot. Also trotz Mikrowellenaufwärmung, würde ich sagen, auf jeden Fall etwas besser als so ein Durchschnittsdöner. Also ein kleines bisschen mehr als besser. Es ist passiert, ich bin 29. Es ist geschehen. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Das ist genau die Musik, die ich Happy habe. Birthday, Natururin! Happy Birthday to you! Gib los! Sternburg, das kann ja auch nicht. Wir haben nicht nur eine Statue, sondern zwei Statinen gefunden. Und wisst ihr, warum dieser Baum so fett war? Weil dieser Baum so fett war. Und darauf erstmal Bierpower! Bierpower!